Am Dienstag ist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Gastgeberin der Konferenz der deutschen Auslandsvertretung. Die Folgen des nun seit über einem halben Jahr andauernden Kriegs in der Ukraine werden immer eindeutiger und dramatischer. Weiter steigende Energiepreise und Lebensmittelpreise besorgen die Menschen. In Deutschland beschließt man daher ein drittes Entlastungspaket. 65 Milliarden Euro sollen hierfür in die Hand genommen werden. Baerbock zeigt sich unbeirrt und bietet Russland weiter die Stirn. Wir lassen uns nicht spalten. Wir lassen uns nicht spalten, nicht nur nicht in unserem Land, wir lassen uns nicht spalten bei der Energiefrage in Europa. Und wir haben auch bei dem größten Entlastungspaket den globalen Blick immer weiter auf dem Schirm. Und deswegen sind in diesen 65 Milliarden Euro zur Entlastung in Deutschland auch 1 Milliarde Euro mit verankert für den globalen Süden. Der globale Süden, damit sind südliche Entwicklungsländer gemeint, ein Großteil davon in Afrika. Wie Baerbock in Berlin tritt einen Tag später auch der russische Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok, Russland, in die Öffentlichkeit und kritisiert gerade eben den Umgang des Westens mit besagtem globalen Süden. Russland habe sich bemüht, die Getreideexporte aus der Ukraine zu ermöglichen. Auf der Lieferadresse sei Afrika aber kaum zu lesen. Wenn man die Türkei als Zwischenhändler ausschließt, dann wurde praktisch das gesamte aus der Ukraine exportierte Getreide nicht in die Entwicklungsländer und die ärmsten Länder geliefert, sondern in die Länder der Europäischen Union. Von 2 Millionen Tonnen Lebensmitteln wurden nur 60.000 Tonnen exportiert. Nur 3% der Lebensmittel wurden in die Entwicklungsländer verschifft. Ganz im Stile Putins sei der Westen an den humanen Katastrophen, die durch den mangelnden Export für Afrika zustande kommen, schuld. Dass die globalen Handelsrouten vor dem Einmarsch Putins in die Ukraine anscheinend funktionierten, blendet man aus. Laut der deutschen Außenministerin hätte schon vor rund 10 Jahren ein Paradigmenwechsel in der Energiefrage geschehen sollen. Ein Tausch von Gazprom zur deutschen BASF wäre da angedacht gewesen, doch Putins Invasorenabsichten hätten dies verhindert. Und 2013 hat sich angebahnt, dass es vielleicht einen Tausch geben sollte zwischen Gazprom und Wintershall, der Tochter von BASF. Das wurde dann 2014 ausgesetzt wegen der Krim-Annexion. Und 2015 hat man dann gesagt, im Lichte auch der Minsker Verhandlungen, jetzt sind ja die Wogen in Anführungszeichen wieder geglättet. Niemand kann die Zukunft vorhersehen, aber wir können aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Dieses Prinzip Hoffnung wird schon irgendwie gut gehen. Das haben wir teuer bezahlt, das bezahlen wir jetzt teuer und andere Menschen bezahlen das gerade mit ihren Leben. Auch deswegen steht die deutsche Regierung zu den Sanktionen, die sie Russland auferlegt haben. Und das wird auch so bleiben. Wladimir Putin interpretiert die Absichten hinter den Aktionen wiederum ganz anders. Die westlichen Länder versuchen, die alte Weltordnung zu bewahren, die nur für sie von Vorteil ist. Sie versuchen, alle zu zwingen, nach sprichwörtlichen Regeln zu leben, die sie sich ausgedacht haben, die sie regelmäßig brechen und dauernd ändern, je nach ihren unmittelbaren Bedürfnissen. Das hohe Niveau der industriellen Entwicklung in Europa, der Lebensstandard, die soziale und wirtschaftliche Stabilität, all das wird in das Feuer der Sanktionen geworfen. Sie werden auf Befehl Washingtons im Namen der sogenannten euroatlantischen Einheit verschwendet. In Wirklichkeit aber werden sie im Namen der Aufrechterhaltung der US-Diktatur in globalen Angelegenheiten geopfert. Russland und Europa gehen weiterhin getrennte Wege. Beide Großmächte sind von ihrem Handeln überzeugt.